Geht's direkt rein? Oh, tatsächlich. Ich dachte, man kann noch irgendwie Sprache oder irgendwas einstellen. Das ist eine Hexe. Ja, ne? War laut. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Oh Gott, ist der Stil schön. Dungeons of Hinterberg, ja. Also ich hab's nicht gespielt. Aber ich kenn's. Boah, ist der Stil schön. Holy moly. Ach, und Ingame ist dann... Ah, okay. Y, um zu springen? Okay, wir können noch nicht in irgendwelche Steuerung rein. Oh, da ist die Hexi. Gute Nacht, Mika. Bringst du alle Vorräte mit? Ja, Meisterin Ulagari. Hier ist der Besen, das Grimoire, die Temperafarben und die Minzkristalle. Ja, wahrscheinlich ist das so mittendrin. Wahrscheinlich hätte man das irgendwie, wenn man spielt, das einsammeln müssen, oder? Was ist mit den Schädeln? Ah, die Schädel natürlich, die habe ich auch dabei. Und die Schokolade, den Schwarzdorn und die Kokosnusskerzen, ja? Ich sehe, du hast alles bei dir, meine Kleine. Wo kann ich mich einrichten? Bekomme ich ein Zimmer ganz oben? Ich würde gerne den Nachthimmel sehen. Meine Mama sagte, dass man vom Gipfel des Gaunbergs Sternschnuppen sehen kann. Sternschnuppen und Galaxienstaub. Deine Mutter hätte dir nicht solche kindischen Flausen in den Kopf setzen sollen. Das wird sicher eine Herausforderung, aber ich werde eine vollwertige Hexe aus dir machen. Damn. Doch viele andere Mädchen sind auf ihren Besen von der Klippe gesprungen, meine Kleine. Und sie sind nie zurückgekehrt. Das wird mir nicht passieren. Ich habe viel geübt, Meisterin Ulagari. Ich nur, dann lass mal sehen. Erste Lektion. Finde allein einen Weg zurück. Ach, die Musik ist voll schön, ne? Oh! Familie Besen? Achso, Familienbesen. Na toll. Der Besen meiner Familie, er ist zerbrochen. Ich hoffe, er ist noch zu retten. Darf ich heute nachfragen, ob mir jemand helfen kann? Okay. Was ist das da? Da ist ein Schleim. Wer bist du denn? Hallo? Ich kann leider nicht zuschlagen oder so. Mein Kesselrucksack. Okay, sie hat einen Kessel als Rucksack. Er ist leer. Alle meine Lehrlingsvorräte. Sie wurden verstreut, als ich abgestürzt bin. Ich werde auf der ganzen Insel nach ihnen suchen müssen. Ohne sie kann ich keine echte Hexe werden. Ich glaube, mit einem kaputten Besen wirst du nicht sehr weit fliegen. Ja, da hast du recht. Kannst du ihn reparieren? Er ist leider kaputt gegangen. Sagt er sie gerade. Aha! Ich kann ein paar Reparaturen vornehmen, aber er wird nicht genauso gut fliegen wie zuvor. Warte kurz. Reparierter Besen. Sollte jetzt gehen, ich muss zurück zum Berggipfel. Du willst wirklich auf diesem kleinen, klapprigen, gerade so zusammengeflickten Besen herumfliegen? Das ist zum Totlachen. Hör zu, um dort hinauf zu gelangen, brauchst du einen neuen Besen. Einen starken, würde ich meinen. Aber hast du denn Geld? Wenn nicht, wirst du dafür arbeiten müssen. Arbeiten? Ich bin eine Hexe. Aha. Ja, aber keine Sorge. Sagen wir, du gibst mir 3 Münzen. Und ich werde dir einen neuen Besen kaufen. Einen viel besseren. Hexen arbeiten nicht? Nein. Wir arbeiten nicht. Unser Job ist es jetzt also, Pakete auszuliefern. Also es ist halt wirklich wie... Boah! Och, ist das süß, das Spiel. Mann! Das sind ja meine Plastikschädel. Also, Entschuldigung. Sie ist halt nur eine Lehrlingshexe, sie hat Plastikschädel. Ich habe echte Schädel. Ich bin keine Lehrlingshexe. Die Musik ist voll schön. Also generell voll süß. Was ist das da?
kann hinausfliegen. Oh mein Gott. Hallo. Gucken da Fische raus? Oh mein Gott. Da gucken süße kleine Fische aus dem Wasser. Oh mein Gott. Ah, okay. Ich kriege einen Zuckerschock. Das ist ja verdammt süß. Was ist das? Und jetzt? Hi. Hallo, Mika. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, okay. Jetzt habe ich... Ich habe Wasser geholt. Kann ich dich jetzt fangen? Nee. Nein. Nein. Nee. Ich habe einen Fisch gefangen. Ich habe einen Fisch in einem kleinen Goldfischglas. Nee. Nee. Mm-mm. No way. Nein. Oh mein Gott, ich muss an Land damit. Ich muss mir diesen Fisch angucken. Das ist nicht wahr. Ich dreh durch. Oh mein Gott. Guckt auf diesen süßen kleinen Fisch. Oh mein Gott. Oh. Das bin ich jedes Mal, wenn ich einen neuen Sub habe. Einen neuen Goldfisch. Dann stehe ich auch so da. Hallo, du gehörst jetzt mir. Hallo, willst du den haben? Meine reizende neue Freundin ist da. Was bringst du mir diesmal? Hier ist ein Fisch für sie. Pick dich, nicht wahr, mein Junge? Ja, aber essen sie ihn nicht. Achso, das war schon mein erster Dienst. Goldfischglas mit einem Freund. Das Spiel wurde für Divi entwickelt. Also, das ist ja wohl... Also... Divi, eigentlich wirklich Goldfische? Ja, Goldfische zeigt euch. Zeigt, dass ihr echt seid. Oh, ich will noch einen Goldfisch fangen. Ah! Ich habe wieder einen neuen Freund. Was mache ich denn jetzt damit? Oh mein Gott. Was sie ihn rumtragen und süß finden. Oh mein Gott. Hallo. Magst du auch Goldfische? Nee? Okay, Goldfisch, du bist jetzt uninteressant. Du bist uninteressant geworden. Oh, das wollte ich nicht. Ah. Ist das... Das ist eine... Oh mein Gott, das ist eine winzig kleine Katze auf einem Froststuhl. Ich kann das nicht mehr... Katze. Ich lasse euch kurz allein. Es passiert bestimmt nichts, oder? Oh mein Gott. Was macht denn jetzt der Hund hier? Hallo. You can pet the dog. Ach, ich kann ja fliegen, Mann. Warum laufe ich denn die ganze Zeit wie so ein Normalo? Lol. Was ist das denn? Yay! Es gibt neue Nachricht. Vergiss nicht, das Spiel deiner Wunschliste bei Steam hinzuzufügen. Ist es schon? Also, falls ihr das Spiel irgendwie interessant findet, es kommt diesen Monat raus. Auf welches Spiel beziehen Sie sich? Was ist Steam? Ich bin die neue Paketbotin. Welch ein Enthusiasmus. Sehr schön. Gut, ich erkläre dir, wie die Arbeit funktioniert. Du kannst deinen Zeitplan für die Lieferung absolut freigestalten. Du wählst deine Arbeitszeiten selbst. Wenn die Lieferung perfekt läuft, erhältst du einen grünen Stempel und eine Münze. Wenn die Lieferung mittelmäßig läuft, erhältst du einen gelben Stempel und keine Münzen. Und wenn etwas schief läuft, erhältst du einen roten Stempel. Und dann müssten wir ein ernstes Gespräch führen, junge Dame. Na, schön, in Ordnung. Also werden nur grüne Stempel bezahlt. Ja, es freut mich, dass du es verstanden hast. Hier ist ein Paket für den alten Seemann. Okay. Auf zu Zwiebelchen. Hallo, das Paket ist ein bisschen nass geworden. Oh, Entschuldigung. Und geworfen habe ich es auch. Ich heiße übrigens Hermes. Fühle mich geehrt, ich werde dir die beste Bewertung geben. Ich möchte dich um eine Lieferung bitten. Würdest du das zu meinem Enkel bringen? Er ist heute früh angeln gegangen und hat seine Brotdose vergessen. Und das Essen darf nicht nass werden. Okay. Ist nicht nass geworden. Hallo, hier ist deine Brotdose. Ob es dem Fisch da hinten noch gut geht? Mal versuchen, was anderes zu fangen. Hä? Der Fisch steht jetzt wieder hier.
Der wurde einfach hierhin teleportiert. Weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Ich will noch einen Fisch haben. Was ist, wenn ich das Ding vom Anfang damit zum Beispiel fange? Was da hinten war, dieses Krebsding. Bitte, Oktopus. Komm, hüpf rein, bitte. Hüpf in mein Glas. Bitte. Oh mein Gott. Ich will den hochheben. Hallo, bitte komm in mein Glas. Komm da rein. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht auf deinen Kopf steppen. Och, Mann. Hallo, du. Möchtest du in mein Glas? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Komm in mein Glas. 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 In mein Glas. In mein Glas, in mein Glas, in mein Glas, Glas, Glas. Jetzt kommt in mein Glas. Ja. Ach, Mann. Dann halt nicht. Ich weiß gar nicht, was du verpasst. Hallo. Oh, der verkauft Eis. Hi. Ich habe kein Eis mehr. Willst du stattdessen diesen Schwamm verkaufen? Ich. Bitteschön. Sieht auch aus wie ein Eis. Also wirklich. Zum Verwechseln ähnlich. Erstmal will ich Geld haben. Lieferschein abgeschlossen. Kannst nicht kündigen, ist nicht noch Arbeit, Kurier. Nein, neuer Lieferschein. Mach dich auf den Weg. Okay, jetzt krieg ich erstmal einen besseren Besen. Ich habe etwas Geld dabei. Ich hoffe, es reicht, um einen neuen Besen zu kaufen. Du warst wirklich fleißig. Gut gemacht. Ein brandneuer, einfacher Besen. Denkst du, dass ich in den Berggipfel, dass ich den Berggipfel damit erreichen kann? Den Berggipfel erreichen? Mit diesem Besen? Nee, so hoch kann er nicht fliegen. Aber er eignet sich perfekt, um das Fliegen zu erlernen. Aber um eine Hexe zu werden, muss ich auf den Gaumenberg zurückkehren. Komm später mit 8 Münzen zurück, dann werde ich dir einen noch besseren Besen bauen. Okay, 8 Münzen. Was jetzt mal ein einfacher Besen? War die Demo. Oder ist es jetzt nur ein... Die Fische. Zuckersüß, wirklich. Miau. Gatze. Süß, ne? Boah. Voll schön. Also, klar, es ist jetzt nicht perfekt vom... Ne, so... Also... Die, Cutscenes, die gezeichnet sind, die laufen mit etwas wenig FPS zum Beispiel. Das ist ein bisschen schade, weil die sehr, sehr schön sind. Es wäre schön, wenn die sehr flüssig durchlaufen würden. Ansonsten steuerungstechnisch, sobald man sich die Steuerung umlegen kann, ist alles gut. Es hat sich gut angefühlt, war sehr smooth, das Fliegen hat sich gut gesteuert. Und die Idee ist einfach super süß. Das ist wirklich Zucker. Unfassbar süß. Und nein, ich will nicht nochmal rein. Ich wollte... Aber also wirklich, total süßes Game. Auch die Musik fand ich total schön. Ich würde sagen, also ich würde es gerne spielen. Also falls ihr euch das auch auf die Wishlist packen wollt, Mika and the Witch's Mountain. Ich weiß gar nicht, ob die sonst noch irgendwas gemacht haben. Was? Von denen ist Dailand und Mara? Ach, lol. Ja, Summer and Mara und Stories of Mara, die waren beide sehr beliebt. Und Dailand habe ich auch auf 100% gespielt. Fand ich sehr geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist so ein